T-Zero. Okay, gut. Und dann starte ich mal. 3, 2, 1. Jo, letzte kommt zu Varo. Egal. Wir haben einen falschen Mate natürlich, bei Ferris. Hallo Leute, willkommen zu der Runde Minecraft. Wir spielen Minecraft Revenge, also nicht wir spielen heute, sondern wir spielen generell Minecraft Revenge und dabei ist Sirius, also mein Teampartner ist nicht Sirius, aber wir machen für diese eine Folge Team und bei Abon, komm. Lol, ich hab den Block nicht bekommen. Gehen auseinander. Okay, komm. Okay, ich hab den Block zuerst nicht bekommen. Sterben. Okay, ja, weil unsere Mates sind ja beide weg, deswegen machen wir so eine Ausnahme, dass wir beide einfach teamen. Wenn ich bin hinter dir, ich renne einfach hinter dir, dass wir uns beide so ein bisschen safen können. Die bauen schon alle Holz ab, also wirklich. Ja, nächste Folge, dann wird einfach unser Mate zu uns DP, dann passt das eh alles. Ist aber ein bisschen scheiße. Okay, das ist nice. Also, hab schon Baum. Okay, ich mache uns mal ein Schwert. Okay, gut. Haben Schwert. Komm mit. Komm mit, da ist einer. Das sind welche. Innermans, pass auf. Wenn du den. Oh lol, wenn du den in die Augen schaust. Du musst den Kürbisse. Mist, ich hab vergessen, den Timer zu starten. Egal, wir können es auch einfach circa machen. Also, irgendwann biege ich dann einfach ab und dann ist Ende. Also, oder du biegst dann irgendwann ab. 10 Minuten gestellt? Ich kann nicht mehr rennen, lol. Wie schnell ging das denn? Ich? Hä, wieso? Ich kann einfach nicht mehr rennen. Hatte ich irgendwie keine Hunger? Hä? Hatte ich irgendwie weniger Hungerbalken am Start oder sowas? Ja, auf jeden Fall, ich finde hier gerade echt gar kein Essen. Hä, kann. Hey, du kannst doch rennen, aber ich nicht. Was ist da los? Hä? Wieso habe ich so schnell Hunger bekommen? Das ist. Alter. Das ist abnormal. Also ich brauche Essen. Kannst du mir bitte Essen geben? Ich kann einfach nicht mehr rennen. Ist das Hardcore, oder? Oder nicht? Ich hab mich jetzt hier runter und hol mir Stein. Ist das hier Hardcore? Die ist richtig nervenzerreißend. Ist es hier Hardcore oder so, oder nicht? Ja gut. Oh, ich hatte das falsche Steckzeug drin. Aber ich habe ihn. Also aber es ist nichts passiert. Ich habe keinen einzigen Block gesehen, der verändert wurde. Deswegen sollte ich eigentlich theoretisch nicht keinen Strike haben. Ich baue mich ja schon runter und tue mir Stein. Okay, gut. Also ich habe keinen einzigen Block gesehen. Ich hoffe, das gilt nicht als Strike. Ich bin sowas von durcheinander einfach. Aber wieso habe ich so krass schnell Hunger bekommen? Wie viel Hunger hatte ich denn am Anfang? Da kann ich mal kurz einen Screenshot einblenden. Mist. So gut, also. Lol. Boah, ist es sowas von verpeilt einfach nur gerade. Also bist du schon weggerannt? Das hier. Bitte sag, bist du noch da? Bitte komm zu mir zurück. Ja? Ich den Ofen auch noch schnell auf. Und warte. Ist er gestorben? Noch jemand gestorben. Weil ich baue mich jetzt zu. Das ist richtig nervenzerreißend. Also mein Teammate wird nachher zu mir teleportiert. Okay, ich bin jetzt einfach schon weg, also wirklich weg. Ja. Das Problem ist, wir haben echt nichts zu essen. Ja, ich habe einfach richtig schnell Hunger bekommen. Ich hatte einfach direkt Hunger. Ich konnte einfach direkt nicht mehr laufen. Eigentlich wie mal ein Baum oder so. Leute, ich habe ein Schwein gehört. Ich hab etwas fallen gehört. Es ist richtig. Ich habe etwas gehört. Ich sehe aber keinen Namen. Ich hab irgendwas gehört. Sehr wichtig. Ich sehe keinen Namen. Ich baue mich jetzt einfach mal runter. Also ich bin schon weg. Oh Leute, das ist richtig nervenzerreißend gerade. Okay, wir können uns wenigstens schon mal ein Eisenschwert machen. Nicht schlecht. Okay, na gut, dann sind wir eh schon mal getrennt. Wir können aber auch im Gespräch bleiben, weil ich will ja auch nicht ganz alleine sein. Ich will mit jemandem reden können. Wir gehen jetzt einfach raus.
Also ich bleib noch in meiner Höhle drin, weil ich habe irgendwas draußen gehört. Ich habe irgendwas fallen gehört, irgendein Schwein ist glaube ich gestorben oder so irgendwas. Deswegen bleibe ich einfach mal unten. Ich mache einfach die Concrafter-Taktik. Es ist eh schon einer gestorben. Ein Schwein. Und ich brauche auf jeden Fall eine Höhle. Ich muss Essen finden. Ich brauche Essen. Ich muss mal vorbeilaufen. Ich spawn gerade ein paar Schweine. Das ist nice. Aber ist das hier Hardcore? Es ist ja schon Nacht draußen. Ich finde keine Kohle, ich brauche Kohle. Oh, jetzt ist mein Spitzhacke kaputt. Oh, ich habe ihn ja schon Stein, stimmt ja. Wieso habe ich nicht mit der Stein abgebaut? Oh Mann. Also tut mir leid, dass die Folge jetzt wirklich langweiliger ist. Leute, ich habe richtig Angst gerade, dass jetzt hier noch gleich jemand kommt. Ja, ich habe auch richtig Schiss. Erst recht, wenn das Hardcore ist, kann ich einfach durch Hunger sterben. So KLB-Style. Ich bin in der Behindert-Show. Es ist noch mal gestorben. Gegen Moses XD. Wir müssen einfach abholen. Moses XD ist down. Es lebt wieder etwas. Aber es ist gerade nicht schlimm. Kohle, danke. Nice. Also ich glaube, der Server ist auf Hardcore. Oh fuck, ich brauche Essen. Mann, aber kannst du mir irgendwie Essen geben? Weil bitte, wirklich. Ich habe null. Ich hatte auch direkt Hunger. Ich brauche wirklich Essen. Ja, sonst endet das hier nicht so gut. Also ich habe mich schon runtergebohrt. Ich muss wieder rausgehen und Essen holen. Noch 9 Minuten, Leute. Noch 9 Minuten haben wir. 9 Minuten. Ah, ich brauche Essen. Ich hab eine Keule noch. Oh lol. Mann, kannst du mir helfen oder nicht? Ich will echt nicht sterben. Gut Fleisch, wir haben jetzt erstmal genug Fleisch. Mann, kannst du mir irgendwie Essen geben? Bitte, hilf mir. Wirklich. Ich hole mich so ein bisschen runter. Entschuldigung, dass ich gerade so leise bin, aber das ist richtig. Ihr denkt, vielleicht ist es nur Minecraft Revenge, ist so ein kleines Projekt, das sowieso nicht so wie Varo ist, aber dennoch ist es sehr... Ich sehe kein einziges Tier. Schwein, ein Schwein. Umgeben von Spinnen und allem, ich kann nichts tun. Ich muss jetzt einfach durchgehen. Ein Hase. Ist das ein kleiner? Es ist ein kleiner. Fuck. Der bringt mir nichts. Ja, alle, was man aus Krieg ja, boah, aber ich glaube, ich habe einfach Hunger behalten. Ich weiß es aber nicht. Creeper. Geh weg. Weg, du Scheißding. Geh weg. Okay. Er ist down. Sorry, dass ich mich hier gerade die ganze Zeit so einbuddel. Aber ich muss das gerade machen, es ist leck. Oh, das sind noch mehr Schweine. Ich kann nichts essen, Leute. Ist doch was! Ich muss essen! Danke! Hä? Was ist denn da jetzt los? Hä? Lol? Was ist denn da jetzt los? Ah, oh, danke, ich werde auf jeden Fall hier mal etwas länger überleben. Oh, es ist so. Oh mein Gott, Alter. Ich habe so Angst. Dass ich jetzt einfach irgendwie sterbe durch einen Zombie oder so. Aber ich muss das Risiko einfach eingehen. Scheiße. Ich bin einfach... mir auch nicht leid, aber. Noch, wir haben noch 7 Minuten Zeit. Zombies verfolgen mich. Läuft nicht so schlecht. Wir haben erstmal genug Essen. Wir haben auch schon etwas Eis. Es sind noch mehr Schweine, aber ich muss reingehen. Ich muss hier erstmal safe bleiben. Oh mein Gott, Skelette. Ich muss rennen. Mach noch einen Ofen. Rennen. Nein, fuck. Und ich wecke nicht. Das Skelett wird schießen. Aber ich muss mich woanders einbuddeln. Holz. Ich muss aufpassen, dass kein Creeper kommt. Oh mein Gott, mein Puls, Alter. Der explodiert ja schon fast. Ein Hase, komm. Leute, plus mein Teammate 21 plus sein Teammate 24. Sind noch 24 Leute. Ist auf jeden Fall stark. So. Holz. Holz auf jeden Fall mitnehmen. Ich war erkältet. Ihr hört es wahrscheinlich noch. So, So, also nächste Folge wird dabei Ferris nicht mehr bei mir dabei sein und ich werde bei ihm noch nicht mehr dabei sein, weil dann werden unsere Mates anscheinend wieder da sein. Macht okay.
Okay. Oh, Leute. Okay, gut, ich bin ja. Okay, gut, jetzt sollte ich ziemlich safe sein. Okay, dann. Oh mein Gott, Alter. Heiße Angelegenheit. Also, es ist so unglaublich, wie ich einfach gerade so Schiss hatte, dass ich jetzt von irgendeinem Skelett oder Creeper oder Zombie erschlagen werde oder sowas. Also, das ist echt krass, wie viel Angst ich da gerade hatte. Boah. Okay. Ihr könnt mir auch ruhig in die Kommentare schreiben, ob ihr das jetzt wirklich spannend fandet. Die nächste Folge wird, glaube ich, eh spannender. Und auch hoffentlich gechillter. Oh, fuck. Aber ich brauche auch erstmal hier Erze. Und, ich darf auch echt kein Holz mehr verschwenden. Weil ich will nicht, mehr an die Oberfläche gehen. Weil es mir zu gefährlich. Ich weiß, es sind noch mehrere Leute gestorben, aber trotzdem. GG. Wir holen uns hier noch das Leder mit. Den Kühen. So, zack. Weil wir. Kohle. Ich darf nichts verschwenden. Also ich werde das jetzt echt mal hier aufspannen, das Essen. Ich werde die ganze Zeit sneaken gehen, damit ich hier echt keinen Hungerbalken oder sowas verliere. Das ist nämlich echt bitter, wenn ich da jetzt irgendwas verliere. Nice. So, das darf ich jetzt echt nicht essen. Das spare ich mir auf. So, hohes Hühnchen. Gut. Oder hohes Kaninchen. Stimmt. Mal hier die Kohle mit. Also bei Ferris, ich hoffe echt. Ich hoffe echt, du wirst überleben. Und ich weiß, also, hörst du mich überhaupt noch? Bei Ferris? Hörst du mich? Hallo? Okay, geht's doch weiter. Ah, ignorierst du mich einfach gerade oder sowas? Wir können da ruhig reden, es ist ja da nichts dagegen oder so. Wir dürfen es sogar, also. Entschuldigung, Leute. Boah, ich gehe die ganze Zeit gesneakt und suche hier Kohle, gut. Und der Stone hier, den bin ich gar nicht gewöhnt. Und das ist echt seltsam. Mit diesen hellen Steinen zu spielen und so. Außerdem zitter ich durchgehend, ich zitter immer noch. Das liegt vielleicht daran, dass es mir richtig kalt ist, weil, keine Ahnung. Wir sind schon weiter weg und es wird doch langsam Tag. Also Tag, okay, gut, dann. Aber Creeper werden immer noch draußen bleiben, das heißt, passt wirklich auf. Das ist ja. Creeper werden immer noch draußen sein, also wirklich. Ich muss etwas auch vorsorgen für den Back and Black HD. Wie vorsorgen? Ja, wir brauchen ja beide etwas. Erstmal genug Essen und ja, da muss ich etwas vorsorgen. Mach ich doch, glaube ich. Achso, für den Back and Black stimmt, ich dachte schon, du meinst den Black da, okay. Oh. Boah, ich zieh da immer noch. LOL. So, ich will ja das nicht zurücklassen. Die Workbench nehme ich mit. Okay, da haben schon Leute alte. Den Ofen auch. Ah, ich will nicht, dass das. Ich will nichts. Was, ich will jetzt echt nicht, dass er was. Ist schon Tag. Ist schon Tag? Also kannst du mir sagen, ob es schon Tag ist oder nicht? Oder weißt du das nicht? Also, okay. Jetzt geht's wieder. Alles wieder ist Tag? Als ob die Diamanten gefunden haben. Hä? Ich höre hier was oben sterben. Die verbrennen schon, die Zombies und so. Der Back and Black, mein Teammate, kann heute nicht zocken. Also er ist angriffen nicht da. Wir haben so geklärt, dass wir morgen noch eine Uhrzeit aus für morgen. Leck? Ja, leck. Es leckt, ist mega. LOL. Wenn wir die Uhrzeit für morgen. Also wir werden auch gleich gekickt, also jetzt. Haben, dann werden wir es so machen, dass das Blackster, der auch bei dem Projekt hier mitmacht hat, der wird Kolja, Back and Black, dann zu mir teleportieren. Und dann ist alles, sind wir als Teammate und dann, ich muss halt jetzt für ihn halt vorsorgen. Und auch hier Sachen farmen und alles. Und 2 Minuten mehr vom Server gekickt. Ja, ich habe noch keinen einzigen Eisenbarren gefunden. Lol. Oh, und die Engelchen und der Back and Black lebt noch. Also das ist echt GG. Meinst der Black Dive, oder? Ich wollte ja alles vermeiden.
und nicht, ihr wolltet ja nicht sterben. Boah, ich dachte jetzt wirklich, ich sterbe schon einfach, da ich nicht mehr rennen kann und so am Anfang. Noch 2 Minuten, dann werden wir vom Server gekickt und wir sind. Leckt's gerade irgendwie. Wir sind nicht so schlecht dabei. Also ich habe noch nichts gefunden, ich bin gerade ein bisschen schlechter dabei. Geht halt noch weiter, ganz, ganz weit. Mann, ich kann diesen scheiß Block nicht abbauen. Danke, Block, dass du jetzt abgebaut wurdest. Sag mal, Block? Hier sollte jetzt erstmal. Block? Jetzt suche ich jetzt die Höhle, jetzt suche ich eine Höhle. Der Block hat irgendwie ein paar Probleme. Ah, Kohle, gut. Das ist ja nice. Schmiedekunst, was ist denn da? Eisenerz, okay. Das Blexer. Das Blexer. Irgendwie wollen die Blöcke nicht abgebaut werden. Die haben gerade wenig Bock drauf. Die Blöcke wieder? Geht. Und die Koordinaten müssen noch die ganze Zeit bei mir ausgeblendet werden. Da darf jetzt echt nichts. Auf Essen haben wir erstmal genug. Ja, ich nicht. Box, mir was. Ich habe noch keine einzige Eisenbarre gefunden. Was ist da los? Es tut mir wirklich leid, dass die Folge jetzt echt, glaube ich, also könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob euch die Folge hier gefallen hat. Ob ihr sie spannend fandet oder nicht. Wenn ja, würde mich das freuen. Aber, naja. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit nur verkrochen. Ich hatte wirklich die ganze Zeit einfach Angst, dass ich irgendwie sterbe durch Hunger oder so. Einfach alles schaffen. Also ich wollte einfach nicht. In der ersten Folge, das größte Ziel ist einfach mal nicht zu sterben. Optimistisch ist mir nicht in der ersten Folge zu sterben. Eisen, endlich! In den letzten 50 Sekunden finde ich noch schnell Eisen. Aber nicht so viel anscheinend. Oder doch? Doch. In der. Okay, noch 42 Sekunden, Leute. Noch 42 Sekunden. Ist da noch irgendwo Eisen? Bitte Eisen. Ich brauche noch. Komm, so wenig Eisen. Das ist doch auch krass. So, also in der nächsten Folge wird dann der Tim bei mir sein. Der wird dann einfach zu mir tippen, da er einfach keine Zeit mehr hatte, weil das Projekt hatte auch irgendwie Probleme, was am Anfang nicht funktioniert hat und so. In den letzten 5 Sekunden mach ich mich auf und baue mich dann da ein, wo ich gerade die Erde hingesetzt habe. 10 Sekunden. So, erst wenn ihr noch mit zu Platz machen, falls die Peter das halt sich irgendwie rumbacke oder so. Ist ja auch nicht rumbacke. Okay. Deine Zeit ist vorbei. Warte 24 Stunden, bis du gespielt hast. Willst du's sagen, Ferris? Oh, ich bin richtig erleichtert, dass ich habe zwar echt sehr wenig geredet, aber ich bin richtig erleichtert, dass ich das die erste Runde hier überlebt habe. Dann wird morgen der Back and Black zu mir tippet und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video morgen wieder und haut rein. Bis dahin. Ciao. Ciao.